Moin, ich bin der Pascal, ich bin hier bei Göllner im zweiten Lehrjahr. Ich mache zurzeit den Fachlageristen. Im Anschluss werde ich dann die Fachkraft anstreben. Und ja, ich bin 24 Jahre alt, komme hier aus Nienburg. Also am meisten Spaß hier in der Ausbildung macht mir auf jeden Fall der Umgang mit den Kollegen, der tägliche Betrieb mit den Fahrern, ja, die abwechslungsreiche Arbeit auf jeden Fall. Hier in dem Job ist eigentlich immer was zu tun, ob es jetzt von Lagerpflege bis zum Verladen ist, ist immer unterschiedlich. Also mein Tag hier fängt eigentlich damit an, dass ich mich pünktlich einstempel. Anschließend warte ich auf die Label zum Aufkleben der Ware. Wenn dann die ersten Kunden eintrudeln, dann sind die zum Verladen bereit. Vor dem Verladen wird die Ware nochmal Verlade gescannt und ja, im Anschluss lade ich die Ware auf. Okay, also nach Beginn der Ausbildung habe ich zuerst meinen Staplerschein noch gemacht, damit ich hier auf den Gabelstapler fahren darf. Ja, ich habe hier auf jeden Fall mitgenommen, dieses organisatorische Denken. Also zur Ausbildung sollte ich auf jeden Fall mitbringen, Bock auf jeden Fall dafür, für die Sache. In meinem Fall, ich bin auch mit null Plan hier angefangen. Und ja, ich habe hier eigentlich quasi alles in diesen 2 Jahren bisher gelernt. Diese Ausbildung ist umfangreich, aber auch einfach zu lernen. Arbeit für eigentlich jedermann. Du musst halt nur Bock auf den Job haben. Also mein Weg hier nach Göllner hat mich geführt, indem ich habe eine Bewerbung geschrieben, wurde hier auch recht zügig von dem Speditionsleiter kontaktiert. Der hat mich zu einem Bewerbungsgespräch, also ein Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das lief auch recht reibungslos. Ja, und dann konnte ich recht schnell hier starten. Das fand ich hier in dem Betrieb recht gut. Also ich glaube, das Wichtigste für euch ist auch die Bezahlung. So, und im ersten Lehrjahr bekommt man hier um die 900, im zweiten werden das 1020 und im dritten 1150. Nach Abschluss der Ausbildung steht das Ganze zwischen euch und dem Speditionsleiter, wie ihr das aushandelt. Urlaubstage habt ihr hier 29 im Jahr, das ist eigentlich recht viel. Also sofern ihr die Ausbildung hier beendet habt, sind die Übernahmechancen eigentlich recht hoch. Also meine Chancen sind zu 95% sicher, dass ich hier bleiben kann in der Firma. Und das ist auch eigentlich mein Ziel. Es ist zentral, ich wohne hier im Ort, mein Arbeitsweg ist nicht zu lange. Ich hoffe, ich konnte euch guten Einblick liefern und vielleicht sieht man sich ja später als Kollegen. Ciao.